Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Projekt. Keine Sorge Leute, das ist zwar Pokémon Smaragd, aber es ist nicht die normale Smaragd-Edition, sondern Pokémon Smaragd Randomizer. Und ich spiele es nicht nur im Randomizer-Style, sondern auch gleichzeitig im Nuzlocke-Style, im Zeichen der Nuzlocke-Challenge. Also, dieses Projekt heißt dementsprechend Let's Play Pokémon Smaragd Edition Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Das ist mein Wochenendprojekt, weil ich habe mir Upload-Tage im Moment. Und durch die Upload-Tage habe ich nur 4 Tage der Woche besetzt und 3 Tage nicht. Und da wird dann halt hier Pokémon Smaragd Randomizer kommen. Und wisst ihr was? Während ich hier alles eingebe und so, kann ich ein bisschen schnappen. Was soll ich sagen? Die Nuzlocke-Regeln werden genauso sein wie immer bei mir. Sprich, ich werde die Pokémon, die Nuzlocke-Regeln aus Smaragd werde ich einfach übernehmen hier rüber. Sprich, kopiere dir einfach in die Beschreibung dieses Videos. Sprich, wenn ihr die Nuzlocke-Regeln unbedingt alle komplett wissen wollt, guckt in die Beschreibung, da habe ich sie reingeschrieben. Aber ich werde sie während des Spiels auch nochmal sagen. Na, auf jeden Fall die logischste Regel. Auf jeder Route wird nur das erste Pokémon getroffen, was man antrifft. Nur das erste Pokémon gefangen, das man da antrifft. Und, alle anderen werden dann nur zum Trainieren benutzt. Das ist das Witzige daran. Wenn ich also das Pokémon töte, also besiege, oder ähnliches, dann kann ich die Route nur zum Trainieren benutzen. Wenn meine Pokémon down gehen, werden sie auf die Box gelegt, und zwar in die Todesbox. Und, guckt euch einfach die Regeln an, Leute. Ich will jetzt nicht alles erzählen, ich werde das während des Spiels auch nochmal ein bisschen klatschen. Ja, Randomizer, ihr habt das bestimmt schon öfters gesehen bei YouTube. Ich habe das bei Dark Hex Summer gesehen. Guter Let's Player hat leider die Nuzlocke verkackt. Und deswegen werde ich mich dieser Herausforderung stellen, um zu gucken, ob ich es hinkriege. Ja, wollen wir mal schauen, ob ich das vielleicht das habe, was ihm fehlt. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Diese Edition ist auf jeden Fall in Englisch. Wie ihr schon sehen könnt, ich werde nicht alles übersetzen. Also das müsste eigentlich bekannt sein, worum es in diesem Spiel geht. Ist halt Pokémon Smaragd. Es hat sich nichts geändert, außer die Routen, dass da die Pokémon alle wild durch den Garten auftauchen. Wild durch den Garten. So, dreh dich, kreise. Wir haben schon ziemlich spät. Ich habe nämlich erstmal die Aufnahmen gemacht für 2 Wochen, sprich 8 Videos aufgenommen von jedem Projekt 1. 22 Uhr. Halt, zurück. 5, 6, 7. So, das müssen reichen. Wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Hey, Uhr ist gestellt. So, Mutti, wir haben keine Zeit, wir wollen anfangen. Randomizer. Ich bin gespannt, was ich für Pokémon fange. Das Witzige ist einfach, man kann wirklich aus allen Pokémon irgendwas fangen. Legendäre sind in diesem Projekt nicht verboten, weil es auch sein kann, dass man ein legendäres trifft. Oder schon am Anfang ein legendäres aussuchen kann. Die ersten 3 Pokémon, das ist gerade das Allerwitzigste daran, können alles Mögliche sein. Das können komplette Weiterentwicklungen sein. Das kann Mewtwo sein, das kann Lugia sein, das kann Mew sein, das kann alles sein. Es kann aber auch ein Karpador sein, Knuffenser und ein Sonnenkern oder sonst irgendwas, also irgendein Scheißzeug. Aber wir hoffen einfach mal, dass da was Gutes kommt. Siehst du, wir haben 4 Minuten rum und ich bin so geil auf diese Nuzlocke. Also ich meine, ich habe vor einer Weile mal gesagt, dass ich keinen Bock mehr auf Nuzlocke habe, weil in letzter Zeit meine Pokémon ständig down gehen und so. Und dass ich eine Nuzlocke-Pause machen will, aber irgendwie bin ich langsam derjenige, der die meisten Nuzlocks macht, glaube ich. Also ich habe zu jeder Pokémon-Gen eine Nuzlocke gemacht. Also erste, zweite, dritte. Naja, das ist nicht so viel. Aber ich glaube, andere Leute machen das nicht so einfach, würde ich sagen. Hey, Maike, du blöder Bastard, verpiss dich. Oh, ich bin so gespannt, was ich da alles für Pokémon fange. Oh, Alter. Junge. Ich hoffe ja auf ein paar bestimmte. Das wäre richtig cool. Und ja. Normalerweise ist die erste Route ja immer gleich verballert fürs erste Pokémon, was man gleich kriegt. Aber ich werde das so machen,
dass die erste Route trotzdem noch als Trainings... dass ich da trotzdem noch einen Pac-Man fangen kann, weil ich unbedingt von jeder Route eins haben möchte. Aber erstmal Pokebälle. Erstmal müssen wir jetzt nach oben. Oh nein! Hi, there are scary Pokemon outside. I can hear their cries. I want to go see what's going on, but I don't have any Pokemon. Can you go see what's happening for me? Klar, kann ich machen, kein Problem. Help me! Oh my god! Wird von einem Zickzack gejagt. Das kann ja nicht so gefährlich sein. Zickzack ist voll das Gubbel-Pokemon. Hello! You over there! Please help me! In my bag, where's the Pokeball? Das ist cool. Ja. Okay, schauen wir mal. Weezing. Loudred. Hä? Was haben wir da? Oh, Kokowai. Ist ja geil, Kokowai. Smogmog. Oh mein Gott. Oder das Vieh. Oh Gott, was nehmen wir? Ich habe noch nie mit Smogmog gespielt, aber ich weiß nicht. Ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Kokowai habe ich auch noch nie mitgespielt. Soll ich einen Kokowai nehmen? Ja, nehmen wir Kokowai. Yeah! Wir haben einen Kokowai. Kokowai, Mirapla. Kokowai, Mirapla. Ey, ich hoffe mal, das war jetzt kein Fehler. Dass Kokowai auch noch Attacken lernt und nachher nicht ohne Attacken dasteht. Hypnose und Konfusion beherrscht es. Ey, Hypnose ist schon mal richtig gut. Da können wir die gegnerischen Pokémon direkt einschläfern zum Fangen. Geil. Junge, Junge, das ist aber... Boah, Alter, ich hab voll Bock auf das Spiel, ohne Scheiß, ich bin so... Oh, ich spüre in mir dieses Kribbeln, der Pokémon-Trainer in mir wird ganz kribbeln. Boah, One-Hit. Naja, das will man auch verlangen, ne? Ich meine, Weiterentwicklung und so. Sehr gut, sehr gut. So then, Goku, I've heard so much about you from your father. I've heard that you don't have your own Pokémon yet. But the way you battle earlier, you pulled it off with aplomb. I guess you have your father's blood in your veins after all. Oh yes, as thanks for rescuing me, I'd like you to have Pokemon you used earlier. Oh my god. Then Goku received the Executor. Ja, geben wir. Es ist weiblich. Weiblich, wie nennen wir es? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir nennen es einfach mal. Wisst ihr was? Nein, weiß ich nicht. Ah! Channel, wir nennen dich Channel. Ich hatte meine Pflanze, die ist Channel. Und deswegen nennen wir das Vieh einfach mal Channel. Channel. Chanel. If you work at Pokemon and gain experience, I think you'll make an extremely good trainer. My kid May is also studying Pokemon while helping... Warum lese ich eigentlich den ganzen Quatsch vor? Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich Englisch vorlese für euch, schreibt es in die Kommentare. Ich will Pokebälle, ich will Pokebälle, ich will jetzt Pokémon fangen. Ja, ich bin total heiß auf dieses Spiel, ohne Scheiß, oh mein Gott. Ich bin heiß, so ein Scheiß, oh mein Gott, ohne Scheiß, oh mein Gott, was laber ich, was laberst du? Schön ist, wir können jetzt auch sehen, was hier für Pokémon kommen. Ich bin echt gespannt, was ich hier alles fangen kann. Oh, ich hoffe ja auch wirklich auf ein paar bestimmte, zum Beispiel ein Dragoran, Mann. Ja, Mann, ein Dragoran, das wäre aber richtig geil. Hä? Was ist das denn für ein Pokémon? Oh mein Gott! Ist das dritte Generation? Ohne Scheiß mal! Ist das dritte Gen? Das wirkt nicht so. Das sieht nicht so aus, als ob das dritte Gen wäre. Nee, nee, das sieht aus, als ob das schon Imba-Pokémon. Oh. Ist das ein Psycho? Ich staune. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich freue mich so. Oh, ich hatte da so einen Bock drauf. Und Scheiße, Leute, ich bin total kribbelig. Bam. Yeah. Yeah. Confused. Yeah, bam. Game over. Ah, Mann. Ah, toll. 42 Experience Points. So, wir brauchen erstmal den Pokédex, bevor wir hier irgendwas reißen können.
Und ich habe keine Lust, dass ich gleich down gehe. Deswegen will ich erstmal kurz trainieren. Was hat die denn für ein Pokémon? Ich habe mich fürs Pflanzen-Pokémon. Oh mein Gott! Ludicolo! Vafanculo, Strunze, Schemo, Stupido, ha? So, machen wir erstmal Hypnosis. Yeah, und wir treffen. Geil. Das wird mein nächstes Level up müssen. Alter, ich sag euch, trainieren ist hier gar kein Problem. Also das Training bringt mehr als die Trainerkämpfe. Das ist der Knüller, ey, Mann, dieses Spiel ist so geil. Leute, ich trainiere mal kurz ein bisschen Channel. Wenn irgendwas Neues kommt, sage ich euch Bescheid. Auf jeden Fall, bis gleich. Ein Geradax. Bis gleich, Leute. Ein Hutut. Geil, bis gleich. So, wir trainieren weiter und suchen und suchen und suchen. Bis gleich. Ein Kickli. Alter, Leute. Ein Kickli, Mann. Yeah, geht voll ab. Geil. Oh mein Gott, ein Kickli. Ich fass das ja nicht. Das ist ja wohl mal der Oberknüller. Ein wildes Kickli. Mann, Hitmonlee. Yeah. Jo. Ja, ich weiß, die meisten von euch werden jetzt sagen, Alter, jetzt darfst du nichts mehr fangen. Aber ich werde da trotzdem gerne ein Pokémon fangen. Allein aus dem Grund, weil ich es kann. Nein, Leute, ich habe noch kein Pokéball, ich habe noch kein Pokédex. Und deswegen, ich will die Route auf jeden Fall mal zum... Ich will die erste Route auf jeden Fall zum Pokémon-Fang nutzen. Wenn ihr wirklich ein Problem damit habt, ey, Leute, ganz ehrlich, versucht es dann selber mal, wenn ihr das macht. Ich habe genug Erfahrung damit gemacht, dass das ziemlich hart sein kann und man muss wirklich jedes Pokémon kriegen, nehmen, was man kriegen kann. So, wir erreichen Level 7. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Hoffe ich zumindest. So, ich weiß nicht, ob Channel jetzt irgendwelche neuen Attacken lernt. Wir gehen mal kurz heilen. So, aber erstmal sprechen wir mit der da. Hier gar nicht mit der da unten. Aber von der kriegen wir ein Tränkchen. Hey, we'll get to Markt. This is a Pokémon Markt. Just look for our blue roof. We sell a variety of good... Oh mein Gott. Irgendwann ist mein Englisch auch MT. Haha, witzig. So, jetzt schnell Pokébälle und sowas kriegen. Ich will nämlich noch einen Pokémon fangen. Oder mehrere. Zwei am besten. Das wäre auch geil. Gleich zwei Pokémon am Anfang. Oh mein Gott. Wir überziehen heute auch ein bisschen. Wir machen auf jeden Fall mein Wochenendprojekt. Kommen immer, also da das immer, ja. Freitag, Samstag, Sonntag. Je nachdem, wie ich Lust habe, kommen ein oder zwei Videos pro Tag. Ich würde sagen, am Anfang dieses Wochenende, sprich Samstag und Sonntag, da Freitag nichts kam, also heute, ihr seht ja erst Samstag den Part und ich nehme gerade Freitagabend auf. Na, egal, Leute, vergesst mir das. Gibt's jeden Tag zwei, also Samstag zwei und Sonntag zwei Parts. Na, erst das ein Angebot und dann die nächsten Wochenenden gibt's Freitag, Samstag, Sonntag immer ein Part. So ist die ganze Woche total ausgebucht. So habt ihr jeden Tag irgendein Projekt von mir. Ist er zufriedenstellend oder nicht? Machen andere Let's Player auch so, besonders die Professionellen. Uton hat 3. Hier können wir gleich auch noch ein Pokémon fangen. Ha, da können wir sogar mehr als ein Pokémon fangen. Geil. Oh, hoffentlich fange ich einen Kickli, weil das könnte mir ziemlich helfen später. Let's see. The Pokémon found and route 103. 103 include, oh, hi, Dengoku. Oh, I see. My dad gave you a Pokémon as a gift. Since we're here, let's have a quick battle. I'll give you a taste of that being a trainer is like. Ist das so? Ja, und die Leute, die Englisch gut verstehen können, schön. Und die Leute, die kein Englisch verstehen können, das macht nichts. Wenn ihr die normale Markt-Edition kennt, dann kennt ihr auch, was die da labern. Flemmi! Ah ja, stimmt. Ich habe einen Pflanzen-Pokémon und da ist logisch, dass sie dann Flemmi hat. Hypnosis. Yeah! Tick, tick, tick. So, he's fast asleep. Oh yeah, that's right. Confused, please. Confusion. Bam, in your face. Touchik, tick. Oh, Touchik is fast asleep. Pech gehabt. Sleep well. Guck mal, da wären schon zwei Routen weg, die ich nicht mehr benutzen dürfen. Das wäre so unlogisch. Ich habe das in der Smaragd-Nass-Look von mir, habe ich das auch gemacht, aber eigentlich ist das relativ unlogisch. Man fängt da gute Viecher, die man, also Opfer kann man da fangen, so
zum Beispiel hier, wie heißt das? Tic-Tacs kannst du da fangen. Und das ist das totale Opfer für VMs. VMs, meine ich, nicht VMs. VMs! Aber ich habe noch kein legendäres getroffen, schade. Oh, ich will ein Dragoran, Mann. Alter, wie geil wäre das, wenn ich ein Dragoran fange? Ja, Mann, ein Dragoran. Oh mein Gott. Ah, ich bin heiß auf dieses Projekt. Schon die ganze Zeit gewesen und immer noch. Und yeah. Erstmal schnell heilen. So, dann wollen wir uns gleich Pokebälle kaufen, mehr als genug. Und dann fange ich an, Pokémon zu fangen, weil dann zählt das erst, wenn ich die ersten Pokebälle gekauft habe. Ich kaufe am besten gleich 10, weil dann kriege ich einen Premierball dazu. Und dann kaufe ich nochmal 10 und dann kann ich noch einen Premierball kriegen. So viele kann ich gar nicht kaufen. So, Knut. Oh Gott, ich bin so aufgekratzt. Es ist zwar sau spät, ne? Ich habe so einen Bock auf dieses Projekt. Mein Wochenendprojekt. Pokémon Smaragd Nuzlocke. Also, Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Den Goku, over here. Let's hurry on. Ja, lass uns nach Hause gehen. Nur schnell. Mann, ich will die Turbo-Treter nicht haben. Beweg dich. Muss dein Goku lauf. So, yeah, wir wollen Pac-Man, Meister der Pac-Man, ich werde die Nummer 1, du schaffst das schon, yeah. Wir leben hier in der Pac-Man-Welt, Pac-Man. Und wir wollen auf jeden Fall noch in diesem Part die zwei Pac-Man der beiden Guten da fangen. Und im nächsten Part werde ich dann direkt richtig Gas geben. Hey, ich habe den Pokédex erhalten. Geil. Ja, werde ich genug Pokébälle kaufen, weil... Ja, was soll ich anderes sagen, außer es wäre unnötig, nur mit den... Kriege ich jetzt noch Pokébälle oder nicht? Ja, 5 Pokébälle kriege ich dann nur. Und mit 5 Pokébällen jetzt fangen zu gehen, wäre unlogisch. Denn... Wenn ich ein legendäres treffe oder so... Dann kickt die. Die Fangquote ist sau niedrig. Also das ist verdammt schwierig zu fangen. Und mit 5 Pokewellen kannst du das total vergessen. Warum gebe ich dem Vieh Konfusion und das Vieh ist down, oder? Mein Gott, da muss ich auch noch aufpassen. Na, wenn es down ist, ist Pech. Kann ich nichts machen. Ja, gib mir mal die Turbo-Treter, bitte. Gib mir die Turbo-Treter, du blöde Kuh. Jetzt. Jetzt. Mein Gott, nochmal. Switch Shoes with the Running Shoes. Ja, ja, ja. Press B Button. Push the Button. Push the Button. To think, schieß mich tot und bla. Und your father's blood is yours. Und schieß mich. Game over. Ach komm, jetzt hau ab, Mann. Ich nerv mich nicht. Lauf, denn Goku, lauf. Lauf. Wir wollen Pokébälle kaufen. Schnell. Na egal. Wie gesagt, ich will erstmal Pokébälle kaufen. Oder wir versuchen es erstmal. Nee, Sherrix hat eine zu schlechte Fangquote. Also das wäre zu... Soll ich es erstmal versuchen? Aber dann ist die Route weg, wenn ich es nicht schaffe. Konfusion. Komm schon. Wir versuchen es einfach mal. Und ich hoffe einfach mal das Beste. Oh mein Gott! It's not very effective, aber das ist fast down. Ist schon krass, ey. Hier einfach mal so ein... Ah ne, ich wollte noch Hypnosis einsetzen. Um die Chance ein bisschen zu erhöhen. Hypnosis. Er schläft. The fast asleep. Yeah, man. Ein weiblicher Sherox. Geil. Ein weiblicher Sherox. Wie nennen wir das denn? Na, Attacken kann ich vergessen. Ich bin zu stark. Komm schon, bleib drin, bleib drin. Weibliche Sherox. Wenn wir es denn jetzt fangen. Oh, ich hab's gewusst, ey, du behindertes Mistvieh. Fängt ja schon wieder toll an. Dann krieg ich gleich wieder einen Föhn. Ey, komm, leck mich am Arsch, ohne Scheiß. Woke up, toll. Quick Attack, Ruckzuckieb. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nice, nice, nice. Nein! Ja, scheißegal, ich wollte noch Pokébälle kaufen.
Ja, Mann, am Anfang kann man mal Fehler machen, Leute. Tut mir echt leid, aber der Fehler musste jetzt einfach sein. Ich wollte es wenigstens einmal kurz probieren. So mal, ich wollte euch nur zeigen, wie schwierig das sein kann hier in dieser Nuzlocke. Ja, ja, Xerox ist jetzt mal eben kurz weg. Und wir gehen jetzt in den Markt, kaufen Pokébälle, mehr als genug, und dann versuche ich es einfach nochmal. Pokéball. 10 Bälle will. Yeah, 13 Bälle. Yeah. Und ein Premierball dazu. Davon brauchen wir auch noch welche. So. Und davon 4. Und ja, für die, die es noch nicht wissen, Paraheiler, Hyperheiler, Giftheiler und so, das ist alles verboten bei mir in der Nuzlocke. Außer Top-Genesung, das ist erlaubt. Damit ich wenigstens etwas zum Heilen habe. Aber das kriegt man sowieso erst sau spät, Top-Genesung, deswegen ist das auch nicht so schlimm. 103, komm, gib mir ein gutes Pokémon. Irgendwas Gutes. Komm schon, komm schon. Komm schon! Und das wird ein... Oh, ey, ich fass es nicht, ne? Von allen Pokémon kriege ich hier so ein behindertes Hut-Hut? Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Alter! Randomizer, da hätte irgendwas Gutes kommen können. Na, ist egal jetzt. Mann. Lässt sich jetzt nun mal nicht ändern. Also ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Also da war gerade gar kein Pokémon und da war auch kein Hutu. Da ist einfach irgendwas Unbekanntes vorbeigeflogen, was als Pokémon durchgeht. Und hat mir die Chance genommen, dass ich da ein Pokémon fangen kann. So. Aber hier machen wir das jetzt noch. Weil ich das sag, Leute. Siehst du, gleich wieder ein Xerox, das ist doch gut. Und wieder ein weibliches Level 2. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Ist genau dasselbe von vorhin. Vergesst einfach, was ihr da gesehen habt. So. Confusion. Quick Attack. Bam. Ich hätte das vorhin auch gefangen. Ohne Schmarrn. Wenn ich nicht Confusion eingesetzt hätte und noch ein Pokéball. Ey, das war voll heftig. Das überlegt. Oh Gott. Bitte kein Volltreffer. Bitte kein Volltreffer. Bitte. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Bitte überlebt. Es ist down. Oh mein Gott. Wie kann man so behindert sein? Echt. Ja, verkackt. Beide Routen habe ich total verkackt. Super. Ey, das ist doch mal toll. Die ersten beiden Routen habe ich schon verkackt. Toll. Oh mein Gott. Ich könnte mir in den Arsch beißen. Ohne Scheiß. So, Route 102. Versuchen wir es gerne mal. Mann, ich will jetzt noch einen Pokémon von mir jetzt. Oh! Alter, wenn du jetzt... Oh, das Vieh geht drauf, wenn ich Konfusion einsetze. Fuck off, Mann. Wie geil ist das? Ein Vulkano, Mann. Alter. Junge, ist das geil. Ist das geil? Leute, ist das geil? Boah, ich finde das gerade richtig geil. Also, das ist schon so ein bisschen so... so. Hallo. Hallo Vulcano, komm her zu mir! Komm Vulcano, komm, 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 komm! Und schon wieder Weibchen! Randomizer weiblich oder was? Ja! Geil! So, ich habe schon den perfekten Namen dafür. Ist zwar keine Katze, aber es ist ein vierbeiniges Tier. Eins, das ich sehr gerne mag. Wir nennen es. Ein altbekannter Name aus meinen Spielen. Nami. Hey. So Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde den nächsten Part direkt hinterherballern und aufnehmen und so. Also Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Let's play Pokémon Smaragd Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.